Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's weiter mit dem 18. Kapitel aus Richard David Prechts Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? London Tante Bertha soll leben Darf man Menschen töten? Unter anderem in diesem Kapitel Jeremy Bentham Ich wünsche euch viel Spaß. Oh, meine Tante Bertha. Ihr ganzes Leben lang hat sie die Familie tyrannisiert, mit ihrer ekelhaften Art. Kinder hat sie keine, Gott sei Dank. Stattdessen hat sie dann ihren Bruder fertig gemacht, meinem Vater. Auch ihre Nachbarn kriegten sie zu spüren. Ein jahrzehntelanges Theater um die Grundstücksgrenze und um ihren Hund, der überall in den Nachbarsgarten kackte. Überhaupt, der Hund. Ein kleiner, bissiger Kläffer, den sie immer auf dem Briefträger losgelassen hat. Ja, die widerliche Bertha. Was ich noch vergessen habe, sie ist reich. Steinreich sogar. Albert, ihr früh verstorbener Ehemann, hat ihr ein stattliches Vermögen hinterlassen. Und sie hat es gut angelegt. Immobilien, Wertpapiere, Aktien. Tante Bertha verfügt über Millionen. Und was das Beste daran ist, ich bin ihr Erbe. Leider hat die alte Bertha eine Pferdenatur. Sie ist gerade erst 70 und kerngesund. Sie trinkt nicht und raucht nicht und macht sich noch nicht einmal was aus Torte. Tante Bertha macht sich aus gar nichts etwas, außer aus Geld. Die wird gut und gerne 90 oder 100, doch wenn sie tatsächlich hundert wird, bin ich über 70 wer weiß, was ich dann treibe und ob ich ihr Geld überhaupt noch brauchen kann. Manchmal wünsche ich mir, die Olle Bertha würde morgen sterben, oder noch besser, schon heute. Lassen sich nicht gute Gründe finden, die es erlauben, einen widerlichen Menschen zu töten, um damit etwas Gutes zu tun? Vielleicht gibt es ja eine plausible Theorie, die Tante Bertas vorzeitiges Ableben rechtfertigt. Und tatsächlich fällt mir eine ein. Der philosophische Utilitarismus. Jeremy Bentham wurde 1748 in Spitalfields bei London geboren. Er stammte aus einer reichen, politisch konservativen Familie und besuchte die renommierte Westminster School für die Sprösslinge aus den feinsten Familien der Stadt. Schon der Philosoph John Locke, der Architekt Christopher Wren und der Komponist Henry Purcell. Waren hier zur Schule gegangen. 1760, mit zwölf Jahren, schrieben seine Eltern den hochbegabten Jeremy im Queen's College in Oxford ein. Und schon mit 15 legte er seinen Bachelor in Jura ab. Mit 24 ließ er sich in London als Anwalt nieder. Aber seine weitere Karriere verlief völlig anders, als seine Familie gehofft hatte. Bentham beklagte sich bitter über die Zustände des englischen Rechts und der englischen Gerichte in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Statt als Anwalt zu praktizieren, wollte er das Recht reformieren und es vernünftiger und demokratischer machen. Seine Lage war dabei sehr privilegiert, denn das Erbe, das er 1792 nach dem Tod seines Vaters erhielt, ließ ihn sorglos leben. Die weiteren 40 Jahre arbeitete er ausschließlich an seinen Schriften, wobei er Tag für Tag 10 bis 20 Seiten zu Papier brachte. Weil ihn der juristische Kleinkram zu langweilen begann, überließ er es einem Schüler, seine Vorschläge für ein verändertes Zivilrecht auszuformulieren und in die respektable Form eines Gesetzbuches zu übersetzen. Bentham war ein ebenso bemerkenswerter wie sympathischer Mann. Wie die Franzosen mit ihrer Revolution soeben die alten Standesprivilegien von Kirche und Adel abschafften, so setzte er sich dafür ein, dass auch die englische Gesellschaft liberaler und toleranter werden sollte. Er dachte sich Sozialreformen aus, engagierte sich für die Meinungsfreiheit, entwarf ein Konzept für ein humaneres Gefängnis und unterstützte die ersten Anfänge der Frauenbewegung. Sein Ausgangspunkt war so einfach wie bestechend. Glück ist gut und Leiden ist schlecht. Wenn das richtig war, dann sollten sich auch die Philosophie und der Staat danach richten. Das Ziel der Gesellschaft soll sein, die Zahl des Leidens in ihr so weit wie möglich zu verringern und das Glück aller oder doch zumindest der meisten zu fördern. Je mehr Glück durch eine Maßnahme in die Welt kommt, umso nützlicher und besser ist sie. Diesen Grundsatz nannte Bentham Utilitarismus. Als er im Jahr 1832 hochbetagt starb, war er ein berühmter Mann. Obwohl er sich selbst als liberal betrachtete, fanden die französischen Revolutionäre und später auch die französischen Kommunisten großen Gefallen an seiner Philosophie. Und in den USA übernahmen gleich drei Staaten New York, South Carolina, und Louisiana, das von Bentham begonnene Gesetzbuch. Der Grundsatz, dass Glück gut und Leiden schlecht ist, erscheint sehr überzeugend. Warum sollte man ihn nicht auf Tante Bertha anwenden? Zunächst einmal lässt sich feststellen, dass meine Tante überhaupt kein Glück in die Welt bringt. Sie stiftet, wenn überhaupt, nur Leiden, zum Beispiel bei den Nachbarn und bei dem armen Briefträger. Das Geld, das sie auf der Bank hat, tut auch nichts Gutes. Aber das kann man natürlich ändern. Hätte ich so viel Geld, wie viel Gutes könnte ich nicht nur mir selbst damit tun? Ein Bekannter von mir zum Beispiel ist Arzt und leitet ein Krankenhaus für Leukämiekranke Kinder. Und eine Freundin engagiert sich für notleidende Straßenkinder in Brasilien. Hätte ich Tante Bertas Geld, ich könnte beiden mehr als eine Million Euro überweisen. Wie viel Glück käme dadurch mit einem Schlag in die Welt? Ich denke an bestens umsorgte Kinder im Krankenhaus und sehe vor mir das glückliche Lächeln der brasilianischen Kinder, denen ich auf diese Weise eine Ausbildung finanziere. Alles, was man tun muss, um diesen Traum wahrzumachen, ist: Nein, ich darf nicht nur, ich muss Tante Bertha umbringen. Denn hat Bentham recht, so bin ich geradezu dazu verpflichtet, die alte Schachtel zu beseitigen. Das Einzige, was ich dabei zu bedenken habe, ist, dass ich das Tantchen so nett wie möglich ins Jenseits befördere, schmerzlos und ohne, dass sie es mitbekommt. Meinem Bekannten, dem Arzt, wird da sicher etwas einfallen, das sie sanft entschlummern lässt. Wer weiß, vielleicht erspart ihr dies sogar einen viel schlimmeren, schmerzhaften Tod. Niemand weint ihr eine Träne hinterher, und das ist noch viel zu freundlich gesagt. Wer würde sich nicht alles freuen? wenn die widerwärtige Knusperguste erstmal nicht mehr da ist. Die Nachbarn haben endlich ihre Ruhe und ihren sauberen Garten, und der Briefträger darf hoffen, dass nun nettere Menschen in das Haus einziehen. Mein Bekannter, der Arzt, müsste sie nur zufällig finden und ihr den Totenschein ausstellen, sodass alles ganz natürlich aussieht und keiner den Fall untersucht. Ist die Sache damit nicht klar und eindeutig? Habe ich in diesem Fall nicht eine moralische Verpflichtung, einen Menschen zu töten? Gehen wir die Argumentation noch einmal sorgfältig durch. Wenn ich Tante Bertha töte, um damit das Leben von notleidenden Kindern zu retten, schaffe ich ohne Zweifel den besten Ausgleich zwischen dem Glück und dem Leid für alle Betroffenen. Es bedeutete zugleich, ein guter Ausgang für die Allgemeinheit entschuldigt ein böses Mittel gegen eine Einzelperson soweit, so klar. Aber was würde Bentham wohl dazu sagen, wenn ich mit seiner Hilfe einen Mord rechtfertigte? Merkwürdigerweise hatte über diese doch sehr naheliegende Konsequenz aus seiner Philosophie kein Wort geschrieben. Alles, was ich weiß, ist, dass er, soweit bekannt, keine Erbtanten vergiftet hat, aber das hatte er ja auch nicht nötig. Und er hat auch keine Mordaufrufe gegen Tyrannen, unbarmherzige Großgrundbesitzer und andere Ausbeuter verfasst. Er war ein liberaler Geist und er war es auch in der Wahl seiner Mittel. Aber das genügte mir nicht. Ich überlegte, was Bentham wohl davon abgehalten haben könnte, den einfachen Schluss zu ziehen, dass das Abwägen von Leid und Glück mitunter durchaus einen Mord rechtfertigt. Denn der Gedanke, war doch einfach und naheliegend. Ich muss etwa zwölf Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern mir das erste Mal von den Konzentrationslagern der Nazis erzählten und von den acht Millionen Menschen, die dort brutal ermordet worden waren. Schon bei diesem allerersten Mal habe ich mich gefragt, warum eigentlich so wenige Menschen es für ihre Pflicht gehalten hatten, Hitler zu töten, um dieses fürchterliche Leid zu verhindern. Mit Bentham argumentiert ist der Fall sonnenklar. Ein Tyrann, der Vernichtungslager betreibt oder der den Weltfrieden zerstört, darf deshalb getötet werden, weil die Summe des drohenden Unglücks schwerer wiegt, als das persönliche Unglück des Aggressors zu sterben. Gilt die gleiche Abwägung nicht auch im Fall von Tante Bertha? Das Glück, das ihr Tod in die Welt bringt, ist viel größer als das Unglück, das ihr geschieht. Doch Jeremy Bentham hätte darüber vielleicht trotzdem nur verschmitzt gelächelt. Er würde fragen, ob ich einmal darüber nachgedacht hätte, was in der Gesellschaft passiert, wenn mein Beispiel mit Tante Bertha Schule machen würde. Millionen von Menschen, Erbtanten, Widerlinge, Politiker, Wirtschaftsbosse und auch viele Strafgefangene oder geistig Behinderte ohne Angehörige müssten damit rechnen, jederzeit schmerzlos im Schlaf getötet zu werden. Was für eine Panik bräche damit in der Gesellschaft aus und wie viel Unruhe und Unheil stiftete diese Panik unter den Menschen. Gut, vielleicht hätte ich Glück und mein Mord an Tante Berta flöge tatsächlich nicht auf. Aber wenn ich mein Handeln als gerecht empfinden würde, dann müsste es prinzipiell in Ordnung sein. Und wenn es prinzipiell in Ordnung wäre, dann gelte das auch für jedermann. Und wer weiß, ob es nicht eines Tages auch mich selbst treffen könnte, und meine Neffen dächten das gleiche über mich wie ich über Tante Berta. Auch ich selbst könnte meines Lebens nicht mehr sicher sein. Um den Grundsatz vom guten Glück und vom schlechten Leiden sinnvoll anwenden zu können, muss nach Bentham zunächst einmal klar sein, Leid und Freud ganz simpel wie bei einer Rechenaufgabe zu addieren, um danach Entscheidungen über Leben und Tod von Personen zu fällen, geht nicht an. Ansonsten nämlich bricht jede Zivilgesellschaft über kurz oder lang zusammen. Das lässt sich nachvollziehen. Doch passen die beiden Grundprinzipien in Benthams Philosophie gut zusammen? Einerseits entscheidet die beabsichtigte Summe an Glück über das gute Handeln, und andererseits macht Bentham beim Töten vom Menschen eine Ausnahme. Eine völlig überzeugende moralische Begründung für diese Ausnahme lässt sich in seinen Schriften aber nicht finden. Was gegen den tausendfachen Mord an unliebsamen Personen spricht und übrigens auch gegen Folter, ist also allenfalls die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, nicht aber die individuelle Moral. Im Gegensatz dazu hatte Immanuel Kant jedem einzelnen Menschen einen grundsätzlichen, unüberbietbaren Wert, die Menschenwürde, zugesprochen. Er hätte die Hände über den Kopf geschlagen über die Rechenspiele mit Tante Bertha. Ein Menschenleben kann nicht durch andere Menschenleben aufgewogen werden. Benthams Rechnung von Glück und Leiden und Kants Vorstellung, das Menschenleben sei das höchste Gut, sind unvereinbare Gegensätze. Doch was von beiden ist überzeugender? Ist es nicht noch immer richtig, dass man Hitler aus moralischen Gründen hätte töten müssen, um sehr viel Leiden und Unheil zu verhindern? Gilt hier Kants Dogma von der Menschenwürde als einem unantastbaren Gut? In harmloseren Fällen, wie bei Tante Bertha, zumindest, liegt die Sache anders. Man könnte sagen, immerhin richtet sie aktiv nicht allzu viel Schaden an. Und dieser Unterschied zwischen aktivem Tun und passiver Gemeinheit ist keine Bagatelle, wie das Kapitel zuvor gezeigt hat. Und zwar sowohl in der Bewertung des Opfers wie in der Bewertung des Täters. Für Bentham aber gibt es diesen Unterschied nicht, zumindest nicht auf der Seite des Täters. Er würde sicher beides tun. Er würde nicht nur das Gleis umstellen, sondern auch den dicken Mann von der Brücke stoßen. Denn sein Utilitarismus fragt eben nur nach der moralischen Nützlichkeit einer Handlung. Und da besteht, wie gesehen, zwischen aktivem Töten und Inkaufnehmen kein Unterschied. Doch so logisch Benthams Gleichung ist, der Mensch ist offensichtlich nicht nur ein logisches Tier. Es gibt wichtigere moralische Grundsätze als die Gerechtigkeit. Zumal der Utilitarismus sich damit herumschlagen muss, dass nicht jeder die Gerechtigkeit nach seinen eigenen gefühlten Vorstellungen interpretiert. In jedem Fall aber verfügen Menschen über Intuitionen, die man nicht mit leichter Hand abtun und aus der Moral herauskürzen kann. Moral und Recht lassen sich zwar nicht auf Intuitionen aufbauen, aber sie kommen auch nicht völlig ohne Intuitionen aus, ohne unmenschlich zu sein. Tante Bertha soll also am Leben bleiben. Und man sollte sich hüten, den Wert eines Menschenlebens an seiner Nützlichkeit zu messen. Die Frage aber, die weiterhin noch nicht richtig geklärt ist, ist diese kniffelige Sache, wie sich der Wert des Lebens anderweitig begründen lässt. Wo kommt dieser Wert eigentlich her? Und wo beginnt er? Die Geburt der Würde. Ist Abtreiben moralisch? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer über Kommentare. Und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen willst und kein Video mehr verpassen willst, dann kannst du kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.